Hallo und herzlich willkommen zurück in der vierten Folge. Nee, doch, vierte. Und das Lied fängt gleich neu an. Oder das neue Lied fängt gleich an. Gleich, habe ich gesagt. Ah, da kommt schon. Könnt ihr euch hoffentlich noch dran erinnern, dass wir vor Weihnachten, wo ich die letzte Folge hochgeladen habe, das war jetzt eine Anspielung auf meine Faulheit. Nicht, dass ihr wirklich denkt, was meint ihr mit Weihnachten? Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass wir die Herr der Ringe-Playlist angemacht haben. Und die hören wir jetzt halt noch ein bisschen. Einfach weil die so super passt zu erstens Kingdom Core und zweitens dem mittelalterlichen Königreich. Weil der Kingdom Core ist ja auch so ein kleiner Herr der Ringe-Zwerg. Ich wollte Nerd sagen und habe Zwerg gesagt. Ich weiß auch nicht. Ich kenne den Unterschied dazwischen noch nicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben? Ich weiß nicht, wieso ich das sage. Komme ich mir Fame vor damit oder was läuft bei mir falsch? Ich weiß nämlich nicht, wer sowas in die Kommentare schreiben würde oder wer irgendwas Interessantes in die Kommentare schreiben würde in meine. Ist mir schleierhaft. Befehl. Auch der musste sein. Ich glaube, der ist zurzeit mein Lieblingsopfer für Witze, die alle mit Haft zu tun haben. Einzelhaftbefehl. Gruppenhaftbefehl. Das hört sich falsch an. Haftbefehlnotizen. Sieht das auch gleich aus? Einigermaßen. Hier fehlt natürlich noch das ganze Verschönerungsgezirpel. Das da. Was hören wir da eigentlich? The Lord of the Rings Soundtrack Completion. Das Wort habe ich gemeint. Natürlich. Bin ich auch. Was war das? Nein. Ich will das Ruckeln wegkriegen, erstens. Und zweitens will ich das Haus fertig kriegen. Habe ich eigentlich da schon den Boden gemacht oder war ich da zu faul? Ah, hier habe ich einen Boden. Gut. Na, sehen kann ich auch nicht mehr. Mausklicken noch nicht mehr. Ich glaube, ich habe jetzt mehrere Zeit nicht gezockt. So vielleicht einen Tag. Jedenfalls Minecraft habe ich schon eine Woche nicht mehr gespielt. Ich glaube, da habe ich das Klicken mit der rechten Maus verlernt. Bei GTA muss man es nur halten. Und bei Minecraft muss man ja schnell klicken. Ah. Zählen und klicken habe ich verlernt. Schlimmste Kombination für einen Minecraft-Spieler. Ach, aber das geht noch. Wenn man es direkt wieder zusammenbaut. Direkt. Los. Was hören wir da? Ach, was hören wir da? Ich glaube, die komplette Completion wird nicht nach 2 Minuten zu Ende sein. Oder? Wie? Ich sehe gerade nicht, wie lange die dauert. Naja. Ist das letzte Marsch der Ents oder was ist das gerade? Sich so an. Oder das Lied, was da jedenfalls gespielt wurde. Keine Unordnung. Geht das jetzt schon? Ja. So, wie viele Minuten haben wir? 4 Minuten, 4,5. Ja, das ist es. Ich weiß noch nicht, ob es das letzte Mal Stinks von End ist, aber ist jedenfalls eine Szene. So, zwei identische Häuser. Sehen mir aber nicht allzu identisch aus. Ist es auch eigentlich auch auf normal? Ja, es Pfoff ist normal. Ich glaube, auf die gegenüberliegende Seite hier mache ich jetzt eine Schmiede.
Ich weiß nicht, wie ich eine Schmiede machen will. Und zwar auch noch direkt gegenüber von einem Holzhaus. Und Wollehaus. Aber bockt schon irgendwie. Nein, das behalte ich lieber. Den wollte ich auch behalten. Oder sollte ich behalten? Was ist das? Endstein? Willst du einen Endstein haben von der Nordsee? Jungsen? Nee, Jungchen? Nee, das sagt man gar nicht bei denen. Bei denen sagt man ja... Moin. Keine Ahnung. Anstelle Jungchen sagen sie da Moin. Ist das Logischste, was ich dachte. Also, es stimmt sogar. Das Logischste, was ich denke. Habe ich mich gerade selbst gedisst? Das bestätigt es eigentlich nur. Alles schön symmetrisch. Warte. 2, 2, passt. Ich mach mal so. So. Wie will ich das weitermachen? Hier oben wollte ich dann eine Wand bauen. So, ich mache das irgendwie wie die Minecraft-Dörfer, so in der Art, so eine Schmiede. Was war das? Mega, Ruckler. 2, 2, 2, 2. Noch eins oben drauf. Musst du was husten. Falls ihr es nicht gehört habt, weil ihr taub seid, aber alle. Nein! Weg, weg, weg damit! Ich bin ein Skiller. So. Und hier. Was mache ich hier jetzt? Ich denke, hier so eine kleine, tiefer gelegte Treppe. Wegen tiefer gelegt. Versteht ihr? Ja, ich bin einfach der bestesteste Mensch der Welt. Bestesteron-Mensch. Ich höre auf, danke. Ihr braucht mich nicht noch zu schlagen wegen diesen Witzen. Ich weiß ja schon, dass sie scheiße sind. Oh, ich glaube, es passt sogar. Ich achte gerade ein bisschen auf die Musik. Ist eigentlich scheiße für einen Let's Player, wenn er nur auf Musik achtet und dann gar nicht mehr redet. Alter! Das Geruckel nervt. Demenz. Emens. Clemens. Keine Ahnung. Irgendwie nervt das halt. Und geradeaus, da vorne kommt dann der Marktplatz hin. Dann geht es da noch ganz viele Seitengassen und so weiter. Dankeschön. Nein, jetzt kommt das schon wieder. Ja, jetzt so ist es perfekten Abstand. So. Ich hoffe, das kriegen wir... Hier muss es gar nicht hin. Hier muss nur hier oben eins hin. Ich hoffe, ich kriege das heute noch in der Folge fertig. Ja, ja, da komme ich auf jeden Fall durch. Ist doch kein Problem für ein Zwerg. Ich glaube, hier sollte ich noch baden drin bei der Intelligenz. Aber da oben kommt jetzt schon das schon wieder. So muss ich es so lassen, oder was? Finde ich jetzt zwar nicht so geil, aber zweckmäßig. Wobei, wenn ich es geil, wenn ich es nicht geil finde, sollte ich es eigentlich nochmal bauen. Ist ja meine Welt. Ich kann machen, was ich will. Natürlich nur, wenn es auch in eurem Interesse liegt, lieber Zuschauer. Oder liebe Zuschauerinnen. Ich weiß es ja nicht, welche einzige Person da zuguckt. Oder ob überhaupt eine zuguckt. Das ist vielleicht doch die viel größere Frage. Ich hab natürlich ein Mädchen. Na, ja. Als ob die was zuguckt. Die gucken ja höchstens was von so einem blöden Bärchen wie Gronkh. Also nicht schwul, aber Gronkh sieht wirklich aus wie ein übergroßer
Teddybär, Kuschel, Teddy, Kuschelbär, Kuscheltier. Eigentlich müsste er ein T-Shirt rausbringen mit Hashtag Umarmung oder Hashtag Redrück oder irgendwas dergleichen. Geht das eigentlich? Ja, das vor allen Dingen. Nee, also wenn das schon nicht funktioniert, dann funktioniert das, was ich wollte, schon recht nicht. Ja. Wer hat's erkannt? So, nee, so. Nein, oder? Ja, doch, mach ich so. So. Oder noch eins weiter nach draußen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, dass es dann hier hinten, dass es dann so weitergeht. Natürlich. So. Nein. So, damit wir hier irgendwie ein schönes Dach auf diese Schmiede kriegen. Oder auf den Schmiedebereich. Will ich es ja mal nennen. Jetzt. Und hier vorne kommt keine Ahnung was hin. Die Stelle kommt jedenfalls davor. Komme ich von hier hinten irgendwie in irgendeiner Weise da hinten hin? Nein. Super. Muss ich halt da hin. So, ich hoffe mal, das reicht von der Höhe. Ja, für Zwerge auf jeden Fall. So. Was kommt hier? Ein Armboss. Ein Armboss. Der ist voll arm dran, Boss. Meine Witze sind heute bemerkenswert schlecht. Einfach eine neue Welle der Bosheit. Doch lieber so. Oder noch eins versetzt, dass es hier aneckt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann kann man hier auch den Amboss hinstellen. Das wäre wahrscheinlich sogar die beste Möglichkeit. Oder wir bauen das alles noch eins da vorne. What? Nein, oder? Ja, doch. Dann eckt das nämlich direkt an der Straße an. So, was habt ihr nicht gedacht, ne? Dass ich so kreativ bin, dass ich es an die Straße angrenzen lasse. Aber da habe ich euch wohl mit meinem messerscharfen Verstand wohl ausgetrickst. Einfach N2 getrennt. Das Körper. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie ich die Treppe machen soll. So? Amboss. Bang! Wisst ihr, was ich eigentlich cool finde? Das! Achtung! Was ist das? Hört sich das geil an. Ich weiß, dass ich sehr leicht Scheiße mache. Oder sehr schnell dazu komme, Scheiße zu machen. Also jetzt nicht wörtlich, aber... Doch, eigentlich wörtlich. Weil ich glaube, anders kann man das hier nicht definieren. So, 2, 3, da kommt dann, hier kommt dann ja aber schon die Decke drauf sozusagen. Und dann ist es auch schon so hoch wie die da drüben. Das funktioniert dann auch. Und ihr könnt wie immer Kommentare schreiben oder Vorschläge, was ihr machen wollt, was ich machen soll. Oder was ihr haben wollt hier. Natürlich muss es zu dem Szenario passen oder zu Kingdom Core. Wenn jemand einen Insider kennt oder ein Insider ist sozusagen und irgendein Gag kennt. Sowas wie ein Schönheitschirurg oder so in die Stadt, dann raus damit. Nein, so gemein doch nicht, aber vielleicht wäre der Bremen-Stadion, aber dabei würde ich mich weigern. Egal, wie viele sich dafür bewerben, wie viele das wollen. Ich würde mich auf jeden Fall weigern.
Aber so eine Gamescom wäre cool. Also eine Messe, die hier einmal rumgeht, ein ganzes Spiel. Wo ich dann immer alleine alles aufbauen muss und dann in der nächsten Folge ist alles wieder am nächsten Ort. Wäre eigentlich cool. Weil da bringt es nichts, wenn man dann da alleine rumläuft mit ganz vielen NPCs. Dann ist es die ganze Zeit hier nur... Das ist so wie beim Ubisoft-Stand, wo die Spiele dann auch beim Vorführen rumbacken. Scheiß Spiel. Alles sind dann so Thaddäus, ne? Und die Sonne neigt sich dem Ende zu. Nein, tut sie nicht. The sun is shining, boy. Girl. So. Das wird überhaupt nicht übertrieben. Vor allem nicht für eine Schmiede. So. Hinten ist es angeeckt. Ich weiß zwar nicht, wieso ich anecken sage. Ich weiß nicht mal, was das für ein Wort ist. Es ist immer noch die Lord of the Rings Soundtrack Completion. Das will ich jetzt eigentlich noch hier schaffen in dieser Folge, das Dach und die Böden. Dann kann ich die Folge hier beenden. Wir sind aber auch erst bei 16 Minuten. Ich habe also noch 4 Minuten. Minimal. Dann kommen vielleicht noch 10 Minuten obendrauf, später maximal. Und dann werde ich angeschrien von meiner Mutter, wieso ich noch nicht fertig bin. Ich weiß einfach, wie es geht. Also ich kann es einfach. Ich bin der größte Pro, einfach wie im Game, so wie im Real Life. Ich bin einfach der selbstständigste Mensch der Welt. Oh mein Gott, Gott sei Dank guckt das keiner, den ich kenne. Jedenfalls nicht 16 Minuten lang. Ich glaube, die meisten Klicks werden bei mir, wie von, also bei Kingdom Cross Videos auch, von mir selbst gemacht. Also bei ihm, er selbst, wegen der Bearbeitung. Welcher Knopf? Habe ich gedacht, man kann jede Funktion mit einem Knopf bedienen. Habe ich dann die ganze Zeit einfach auf der rechten Maustaste rumgehämmert. Vor allen Dingen, ich bin so ans Zocken gewöhnt, weil ich hier seit einem guten Jahr zocke. Oder seit über einem Jahr, jetzt an diesem PC. Das ist über ein Jahr alt. Ich zocke da jetzt so lange dran, dass ich nicht verstehe, wie manche Leute können einfach nicht damit umgehen. Ja, meine Damen und Herren. Nein, die können einfach nicht mit einer Maus umgehen. Meine Freundin, sitzt dann nämlich am PC und hat irgendwie mit zwei Fingern, hat sie irgendwie die Maus in der Hand und versucht dann irgendwie Minecraft zu spielen. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich dachte, mit einer Maus müsste man eigentlich klarkommen, einigermaßen. Ich mache erstmal das hier. So, da verstehe ich einfach manche Leute nicht, wie sie nicht mit einer Maus und einer Tastatur im Computerzeitalter umgehen können. Oder vielleicht will ich es auch gar nicht verstehen, aber einfach verzweifle ich da am Verstand. Beim Menschheit, naja, die ist ja eine Ausnahme. Aber am Verstand der normalen Menschheit verzweifle ich da. Nein, ist was falsch. Mensch, das wäre so skillig, wenn ich da einfach im Flug das Objekt ändere und dann so einfach lässig weiter jumpen kann. Das wäre mega. Aber leider wird es bei mir wahrscheinlich nie funktionieren. Bei den Skills, die ich habe. Oh, ich denke, das wird sogar noch klappen jetzt mit den 20 Minuten, ne? Oder jedenfalls nicht mit 20, da habe ich noch eine halbe Minute für den Boden, aber ich denke, so im Schnitt kann das hinhauen. Ja, also die Schmiede werden wir uns dann in der nächsten Folge besser angucken. Oder mehr angucken. Ich mache die jetzt heute nicht noch mehr und nicht noch. Dauert mir dann doch ein bisschen zu lange.
So. Ah, da oben muss ich dann gleich noch ein bisschen was machen. So, mache ich am besten jetzt schon, bevor ich dann hier oben alles zubaue. Na, 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 na. Oh Mist. Habe ich den falschen Takt im Kopf gehabt. Ah. Jetzt am Ende, wie gemein. So. Hier ist dann einmal der Eingang zur Mine, wollte ich gerade sagen. Mine braucht man doch. Scheiße, ich muss einen Berg bauen. Okay, das war's dann. Drei Häuser habe ich jetzt in 20, 30, 40 Minuten geschafft. 40 Minuten, glaube ich. 40 bis 50. Gut, dann sieht eigentlich schon ganz schnaff da aus. Jetzt noch vielleicht so ein paar Aushängeschilder für einen Laden oder so. Und dann noch 10 Häuser nach hinten hin oder 5 vielleicht. Gut, das wird dann gut aussehen im Kingdom of Korra. Dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.